Ja, ist ein kleines Risiko, die von da nach da zu schieben, aber ich hoffe, dank Suppression, da schießt du jetzt nicht zurück, oder? Dank Suppression klappt das jetzt besser. Du musst, oh. Du musst trotzdem nachladen. Geh mal dahin. So, und du bewegst jetzt hoffentlich nicht und triffst nichts dank Suppression. Das ist der Plan. Der Schuss, der Suppression drauf hat, trifft. Der, wo der Mac keinen Suppression drauf hat, trifft nicht. Und natürlich noch ein Schild auf den Mega-Killer-Bot. Ich habe das Gefühl, diese Mission wird nichts. Und ich habe nicht das Bedürfnis, es neu zu laden. Aber natürlich ist es sehr, 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 sehr doof um die Einheiten, die jetzt sterben. Oh, puh. Aber jetzt schon wieder neu zu laden, ein paar Folgen, nachdem ich das schon gemacht hatte, das wirkt absolut falsch. Alle 100 Folgen oder was mal neu laden ist okay, aber nicht innerhalb von 3-4 Folgen. Das heißt, ich versuche so viele Aliens wie möglich noch mitzunehmen. Und dann gucken wir, was passiert, wenn eine Basis fällt. Suppressed. Ich habe kein Run and Gun über. Und ich habe nur 2 Einheiten. Ja. Okay, warte, warte, warte. Ich will sie einheit auch nicht verheizen. Sagt er und läuft in Overwatch. Jo. So. Lass die kommen. Und du bist suppressed, ich weiß. Du sprintest jetzt bitte mal weg. Ja. Damit nicht so verdammt viele Aliens auf einmal auf unsere 2 Überlebenden schießen können. Zombie Marine. Den wenigstens killen. Komm, was kriegen wir? Was? Achso, okay. Okay. Zombie Marine weiß Gott sei Dank nicht, wie man Jetpack benutzt. Also ich gehe mal stark davon aus, der Eingang ist jetzt ja gesperrt. Also es kommen keine weiteren Aliens mehr rein, hat Central gesagt. Und wir haben noch recht viele andere Soldaten hier in der Basis. Das heißt, selbst wenn die Soldaten hier sterben, werden es die restlichen Soldaten schaffen, die Basis wieder zu sichern. Das heißt, wir verlieren nicht die Basis. Dank Long War Mod. Ja. Das passt dann auch vom RP her. Natürlich. Natürlich war das ein Flächenangriff, den man nicht sehen konnte, weil das von da ganz hinten irgendwo gemacht wird, der jetzt komplett die Deckung zerstört. Aber es nutzt die Gegner nicht so stark aus, wie er es könnte.
läuft recht irrational hin und her. Anstatt auf die Einheiten zu schießen, die keine Deckung haben. So, du kannst aber schlagen, richtig? Die Drohnen jetzt noch mal. Oh. Achso. Jetzt, Wemby. Du darfst deinen ehemaligen Kameraden töten, damit er wenigstens tot ist und nicht so ein Unleben führen muss. Und dann feuerst du noch einen frustrierten Schuss auf den Muton vor dich ab, in der Hoffnung, ihn zu superkritten. Was sogar klappt. Und dann bist du jetzt tot. Den gucken wir mal, wen wir alles verloren haben. Es ist schon mal keiner von den wichtigen Psionikern. Das heißt, die Welt geht jetzt nach und nach zugrunde. Die Basis wurde schon fast komplett zerstört. Und alle Hoffnung liegt wirklich auf dem Gollop Chamber. Und dann schicken wir da ein, zwei Leute durch, die dann hoffentlich das Hauptquartier der Aliens sprengen und dann... Ja, mal gucken. So, Usul tot, Not tot, El Mariachi tot, Swampy tot. McCall tot, Maxi tot. 40 Missionen, 48 Missionen. Ja, Not war einer unserer besten Scouts, ne? Sehr, sehr lange Zeit. Siegfried und Dankwart haben überlebt, weil sie irgendwo zwischen Türen feststecken. The aliens rampaged through our headquarters and were only stopped when friendly military forces arrived. Our research and engineering staff have suffered numerous casualties and we lost many recovered artifacts during the assault. Okay, das mit Scientists und Engineers ist nicht ganz so schlimm. They also attacked the Hangar Bay and our pilots. Oh, fucking hell. Scatterblaster, Gauss Rifle 2, Puls Rifle, die Titanrüstung, die Seraph-Rüstung, die ganze gute Muni. Das hier ist alles beschädigt. Fuck. Wir können das nicht mal reparieren. Weil wir kein Mail, kein Illyrium haben. Wow. So, Smash, spring in das Ding rein. Confirm. Was ist unser Ansau? Andere? Du hast noch 6 Tage, okay. Du nicht. Hoffentlich funktioniert das in dem Gollop Chamber, so ich mir das denke. Dass wenn da jemand reinspringt, dass es dann eine kleine Mission wird und dann ist der Krieg gewonnen. Wenn nicht, sind wir echt gekniffen. Achso, und es wird jetzt keine weitere Mission gemacht. Wir haben viel zu wenig Leute, wir haben viel zu wenig Ausrüstung. Das bunkern wir jetzt aus. Nö. Not now. Was? Warum willst du jetzt Nordamerika angreifen? Ich will Nordamerika. Was? Gib weg. Ja, wir haben die paar hier zu.
Eine Woche. In einer Woche ist hoffentlich Smash fertig. Und die machen hier alles kaputt. Very large battleship. Das ist sogar ein wichtiges Gebiet, ne? Ja, Mist. Contact detected. Go. Bangs out. Initiating defense matrix. Approaching target now. Ist das klein? We're getting eaten up here. We lost the bubble. Ja. Vor allem hat das Ding auch neue Bewaffnung, ne? Das ist ein riesen Alien-Schiff mit noch besseren Waffen als alles bisher da gewesen, ne? Und es will einen popeligen Satelliten von uns noch zerstören. Das ist, ja. Go, go, Nugget. Engaging Bogey. Defense Matrix active. Closing on target. Okay. No joy here. Wir werden nicht viel Schaden machen und das wird wahrscheinlich auch nicht in Bubble-Modus kommen, aber Theorie, auch vor dem Bubble-Modus gibt es schon eine prozentuale Chance, je nachdem wie hoch der Schaden ist, dass das Ding seine Mission nicht ausführen kann. Und darauf baue ich jetzt. Außerdem haben die Piloten das Bedürfnis, den Angriff auf das HQ gerade so ein bisschen zu rächen. We're in pursuit. Activating defense matrix. Nearing strike range. Jet! Eject! Eject! Okay. Und wir verlieren ihn. Commander, trotzdem. We've just lost one of our satellites. We will now be unable to track any UFO contacts over that particular nation. And they've cut our funding as a result. Ja, warte. Japan. Launch. Go. Okay, als wenn nichts gewesen wäre. Geld ist auch noch bald alle. Oh, viel mehr Kohle. Ich brauche keine 1400 Waffenfragmente mehr. Achso, ich kann ihn nur einzeln anklicken. Werden die Kosten dafür wenigstens schon mal gedeckt. Das mit den Rüstungen ist das Schwierigste. Dass wir nicht nur Titanrüstung haben. Aber es ist jetzt eh eine Kamikaze-Mission. Wir haben schlechte Ausrüstung, wir haben nicht mehr so viele Soldaten. Wir setzen jetzt echt alles darauf, mit dem Gollop Chamber den Stich ins Herz zu versetzen. Ja, hier, Dispatch Code. Commander, our aircraft is down. And the UFO is still moving. Das war vor Stunden Central. Carry on. Contact detected. Destroyer, keine Interceptor available. Contact detected. So geht die Welt zu Ende. Commander, one of our satellites is no longer responding to guidance commands. And the government of the nation it was monitoring has pulled their funding as a result. So. Bitte, Smash, konzentriere dich auf diesen Test. Smash jetzt hin. Hä? Achso, das war nicht Smash. Das war jemand anders. Ah, sehr gut. Okay. Das war dann vermutlich hier, Bang Tao.
Backup. Also in 3 Tagen 36%. Das ist immer noch eine Möglichkeit, ist alles gut. Contact detected. Keine Flugzeuge mehr. So, jetzt. Fuck. Gleich wieder rein. Toldrum. Und Smash. Also wir haben jetzt 2x36%. Das ist machbar. Also, die letzte Woche auf Erden. Zeig her. Das ist ein Scout, den können wir abschießen. Das ist so ein minimal Kratzer, den Aliens noch verpassen, wenigstens. Ja, dass wir nicht mit allem durchkommen. Terrorship. Redactor. Commander, our failure to respond to the latest UFO contact is sure to displease the Council. One of our top priorities is to maintain satellite coverage over the Council's member nations. Nein. Nein. Also ich könnte die Mission jetzt machen und das wäre wahrscheinlich taktisch auch das Richtige, aber ich RP das jetzt ein bisschen anders. Und zwar so, dass der Angriff auf das HQ das Ding doch ziemlich dezimiert hat und wir nicht 100% einsatzfähig sind, was auch begrenzt stimmt, weil wir haben nicht genug Rüstung, um eine ordentliche Mission zu machen. Und dass wir uns jetzt komplett darauf konzentrieren, diese Gollop-Mission hinzubekommen. Und wenn das nicht klappt, dann ist es ein sehr guter Übergang zum zweiten Teil. Und alles, was wir haben an Flugzeugen, wehrt sich jetzt noch. In Hoffnung, wenigstens 1-2 Missionen aufzuhalten. We have eyes on the bandit. Ein letztes Aufbegehren der Menschheit gegen die Alien Overlords. We're going down. Contact detected. Bangs out. Approaching target now. We're getting eaten up here. Ein sehr bärnliches Aufbegehren. Das muss reichen. Oh, Deutschland ist raus. Commander, we've lost our interceptor. Contact detected. Das kann wenigstens was werden. Engaging bogey. Sir! Eject! 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 Contact detected. Nein. Contact detected. Contact detected. Das da. Das Einzige, was zählt auf dieser Welt. Nice. Sehr schön. Wang. Das ist der Falsche, oder? Fucking Wang Dao. Ja, das war Anifos. Anifos ist jetzt 850 von 1350. Das ist nicht mehr wichtig. Wirst es nicht überleben, bis du 1350 Psi-Punkte hast. Bis dahin ist die Welt zerstört. Und wir essen alle diese komischen Burger. Advent-Burger. Die da. Die beiden.
Contact detected. Nein, nein, nein. Contact detected. Smash ist es nicht. Gleich wieder rein. Tuldru, 36%. We may be onto something, Commander. Nice! Is different. We're picking up levels of psionic energy unlike any we've detected in the previous tests. Ever since mankind first looked up at the stars, we have wondered what lies beyond. So very few have dared to look inward. The depths of the human mind hold more secrets than we can possibly imagine. How ironic that the means to defeat our enemy comes not through weapons or machines of war, but from within. And if we have succeeded, we will have gained a glimpse of what we are to become. We will have created something extraordinary. Psionic training. One of our psions has achieved the ability to enter and control alien minds, a remarkable advancement. This soldier may now interface with alien psionic devices. Okay. Golob Chamber.